Hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go. Heute mein zweites Video zur Black Sale Week 2020. Ihr seid es selber schuld. Ihr habt so viel, mir zu viel Zuspruch bei meinem ersten Video gegeben. Da musste ich einfach noch ein zweites hinterher schieben. Habe jetzt hier in tagelanger Kleinarbeit recherchiert und noch ein paar Produkte für euch hier rausgesucht, die euch vielleicht Spaß machen und die euch helfen und natürlich auch preiswerter sind als üblich. Ja, fangen wir mal an. Wir fangen an mit einem Sinus-Wechselrichter für 12-Volt-Fahrzeuge. Wer immer schon so sich so einen Wechselrichter anschaffen wollte, der ist jetzt, glaube ich, ganz gut beraten. Mit diesem Gyandel, das ist ja eine relativ bekannte Firma, die machen gerade eigentlich ein sehr gutes Angebot. Was mir gefällt, ist halt die Fernbedienung, je nachdem, wo der verbaut wird. Es wird schon ganz gut, wenn man den ausschalten kann. Es gibt zwar auch Spannungswandler, die sozusagen in so einen Ruhezustand geben. Aber da gibt es halt die einen, die machen es besser, die anderen schlechter. Und manchmal verbrauchen sie dann doch immer noch ein bisschen Strom. Also so an und aus finde ich schon gar nicht so schlecht. Was mir noch aufgefallen ist, genau, Moment. Der hat halt hier oben eine LCD-Anzeige, finde ich klasse. Also auch wieder, wo, je nachdem, wo er verbaut wird, kann man den besser oder schlechter sehen. Aber manchmal ist er ja so im Fußraum, dann macht man nur so einen Deckel hoch und dann sieht man den Spannungswandler. Ja, und dann hat man halt hier diese LCD-Anzeige. Der hat zwei USB-Ausgänge, finde ich auch super. Ne? USB-Verlängerung dran, irgendwo hin und schon habe ich irgendwo eine USB-Steckdose oder vielleicht sogar eine Zwei- oder Dreifach-Steckdose. Ich finde, da kann man nie genug haben. Ja, der hat, wie gesagt, diese Fernbedienung. Was mir sehr gut gefällt, sind zwei Steckdosen. Ne? Also da muss man also nicht unbedingt mit irgendwelchen Verteilerdosen arbeiten, sondern kann, wenn man will, 230 Volt Netzwerke in seinem Wohnmobil verlegen, einen nach rechts und einen nach links rum, wie auch immer. Das ist natürlich je nach Situation geschuldet. Die Kabel, die dabei sind, naja, also ich würde ein 16 Quadratkabel nehmen zur Batterie, je nachdem, wie lang der ist. Ich habe da ja mal ein Video drüber gemacht, schaut euch bitte an, wer da noch nicht so gut Bescheid weiß. Ja, und die Bewertungen sind ganz okay. Also alles, was so über 4,2, 4,3, 4,4 ist, kann man ja eigentlich relativ bedenkenlos kaufen. Häufig werden ja die schlechten Bewertungen, ja, ist ja nicht schnell genug geliefert worden. Oder der Paketbote hat das Päckchen falsch abgegeben. Ja, da kann das Produkt ja nichts für. Ne? Also man muss auch immer ein bisschen gucken, was da so in den Bewertungen steht. Egal, also der macht einen guten Eindruck. 54 Euro, also sprich 20% günstiger, ist ein Wort. Ja, könnt ihr euch ja vielleicht mal anschauen. Das zweite Produkt, was ich habe, ist ja, ein Infrarotthermometer. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, der hat es ja nicht mehr alle. Ich muss sagen, ich denke schon länger darüber nach, mir so ein Thermometer anzuschaffen, also so ein Temperaturmessgerät. Warum? Damit ich endlich mal die Kältebrücken im Wohnmobil vielleicht besser finde. Man hat immer so ein Gefühl, wo die Kälte herkommt, aber manchmal stimmt das gar nicht. Und ja, hier für ein paar Euro kann man sich das vielleicht gar nicht, kann man sich sowas vielleicht mal überlegen. Ich überlege auch gerade aktuell. Ja, wollte ich euch nur mal so zeigen. Kann man natürlich auf Grad und Fahrenheit ummünzen. Hat ein extrem gute Bewertungen, also 1377 Bewertungen. Das Ding ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20.000 Mal verkauft worden. Ne? Also wenn man immer so das Verhältnis Bewertung zum Verkauf sieht. Ja, also ich glaube, kann man wahrscheinlich nichts dran falsch machen. Ne, man kann natürlich auch wie kalt es im Kühlschrank ist und all solche Geschichten könnte man sich dann anschauen. Ja, was ich richtig gut finde, ist dieser Verteiler, USB und
ja, Steckdosen, Zigarettendosen, Verteiler. Den finde ich hier richtig klasse. Man hat halt vier USB-Dosen. Einer davon ist so ein Quick Charge. So eine Quick-Charge-Dose. Man kann jede Steckdose kann man einzeln an- und ausschalten. Man sieht, wie viel Volt halt anliegt. Und man hat halt hier so einen Haupt-Ein- und Ausschalter. Das finde ich richtig gut. Wenn man schon mal länger nicht da ist, also beziehungsweise länger das Wohnmobil verlässt und, weiß ich nicht, zwei Wochen stehen lässt, dann muss man keinen Stecker ziehen, sondern man macht halt diesen Verteiler aus und ja, da wird kein Strom mehr gezogen. Ne? Also das macht einen ganz guten, einen ordentlichen Eindruck. Ich habe, Moment, ist hier auch abgebildet, ich habe dieses Vorgängermodell, der ist auch richtig klasse, den kann ich also wirklich empfehlen. Also ich find's super. Mit wenig Aufwand kann man da noch so ein bisschen, so ein paar Energiedosen sich zulegen. Der Preis 15,80 Euro, 79, also sprich 25% günstiger, kann man echt nicht meckern. Kann man immer gebrauchen, finde ich. Ja, alternativ gibt es noch hier diese Anker Powerdrive Ladegerät, also einfach so ein USB-Verteiler für den Zigarettenanzünder, wer noch keinen hat oder mit seinen Schwierigkeiten hat. Die Anker-Produkte sind alle gut. Gut, gibt es nur einen Euro Rabatt, sind aber auch immerhin 14%. Und ich sage immer, schmeißt ihr einen Euro einfach so raus aus dem Fenster, also so in den Wald? Nee, macht ja keiner. Ne? Also deshalb ist Euro schon gar nicht schlecht. Besser als nix. Ja, dann kommen wir zum Werkzeug. Das fand ich ein sehr interessantes Angebot. Ne, kostet normalerweise um die 30 Euro. Das sind also eigentlich zwei Krimpzangen in einer. Ne, man kann also hier diese Köpfe einfach wechseln und hat dann zwei verschiedene Stecker, die man konfektionieren kann. Ne, einmal hier diese Aderhülsen, mit denen arbeite ich persönlich ja sehr, sehr gerne. Und dann halt die Kabelschuhe hier in den verschiedenen Größen. Ja, wie gesagt, kann man dann einfach hier tauschen an den Backen. Ja, kann man nichts Schlechtes zu sagen. Wer nicht mit Elektrik umgeht, braucht sowas vielleicht nicht. Oder man hat sowas immer an Bord, weil der Nachbar ja vielleicht mit Elektrik kann und mal so ein Schuh austauschen oder sowas, also so ein Kabelschuh austauschen, ist ja auch nicht so schwer. Ne? Also ist ein Drittel günstiger, man spart 10 Euro, 20 Euro rund, kann man nichts verkehrt machen. Alternativ dazu habe ich den hier noch gefunden. Der kann halt nur Aderhülsen pressen, also wer die Kabelschuhe schon hat oder so eine Kabelschuhzange schon hat, der könnte sich auch mit sowas hier anfreunden. Ne, hier sind die verschiedenen Größen, die man so gängig hat. Also diese ganz kleinen braucht man eigentlich nicht, aber den Rest schon. Eine sehr vernünftige Zange, die habe ich selber. Die hat einen sehr hohen Anpressdruck, alles prima. Und ist eine vernünftige Abisolierzange dabei. Also kann man eigentlich nicht meckern. Also hier so eine Aderhülse, die muss man also natürlich erst abisolieren. Dann macht man diese Hülse da drauf, presst die hier zusammen und dann hat man einen sehr schönen, saubere Verbindung. Die Verbindung kommt an. Ja, diese Krempzange, diese Abisolierzange, naja, wisst ihr ja, wie das geht. Ist ja jetzt keine große Wissenschaft. Kostet 28,79 Euro. Sparen tut man 27 Euro. Also das ist schon enorm. Sicherlich gibt es andere Sets, aber die Firma ist auf jeden Fall empfehlenswert. Die machen gute Werkzeuge. Ich sag's nur. Ja, ich hatte euch letztens noch so einen Mannesmann-Werkzeugkoffer vorgestellt. Hier ist so eine Werkzeugbox, die habe ich jetzt erst entdeckt. Die finde ich richtig klasse. Ich glaube, die kaufe ich mir selber, weil die ist sehr kompakt. Ne? Also die ist nur, Moment, groß,
Warte mal, das hat mich echt begeistert. Wie war das denn noch? Genau, die ist 36 cm lang und 22 hoch, 22 tief. Die passt also auch noch in so einen Schrank irgendwo. Also die Box würde ich mir für zu Hause kaufen. Wer eine große Heckgarage hat, ist damit natürlich auch prima bedient oder kann die halt prima mitnehmen. Hier oben sind viele Schraubenzieher drin. Sehr schöne Zangen. Ich kenne die Zangen, die sind alle in Ordnung. Dann die ganzen Nüsse mit den zwei Ratschen. Also kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Ganz unten gibt es noch eine ganze Batterie von Schrauberbits, aber was halt richtig klasse ist, da ist halt auch genau hier, das ist also ein elektrischer Schrauber. Der ist schön klein, da kommt man auch in den Ecken rein, also für ein Wohnmobil nicht das Schlechteste. Und zu allerletzt gibt es dann halt hier noch Hammer und Strommessgerät und so weiter. Was aber auch hier fehlt, ist eine Eisensäge. Eine Eisensäge muss sein. Ein bisschen was zu sägen hat man immer, man braucht keine Holzsäge, weil mit der Eisensäge kann man auch mal so ein Stückchen Holz sägen. Also ja, ich würde keine Holzsäge mitnehmen. Aber eine Eisensäge wäre schon nicht schlecht. Ja, und weil man bei Elektrik ist, würde ich mir auch noch so ein Multimeter zulegen. Das kann man auch immer gebrauchen. Gleiche Prozedere, habe ich keine Ahnung, hat vielleicht mein Nachbar Ahnung, weil man mal was nachmessen will, was irgendwas nicht funktioniert und so weiter. Das Ding hat auch unglaublich viele positive Bewertungen, also über 80%, 4 Sterne und mehr. Ja, man kann halt auch mal so eine Batterie messen, wenn ihr so eine Envelope, so eine aufladbare Akku habt und so weiter. Also so ein Ding kann man irgendwie immer gebrauchen. Ne, es sind zwei Sicherungen drin, die man leicht wechseln kann. Ja, nimmt nicht viel Platz weg. Deckt alle möglichen Dinge ab, ne? Hat also Klemmen und oder so Zängchen und diese dünnen Pins, wo man überall mit rankommt. Im Moment halt sehr günstig, also 40% günstig, kostet rund 17 Euro, finde ich okay. Ja, dann haben wir nochmal Thema Staubsauger. Irgendwie verfolgt mich dieses Thema. Den fand ich aber auch richtig klasse. Der ist halt auch über 40% günstiger. Dachte ich, den musst du einfach nochmal reinnehmen in dieses Video. Der hat im Gegensatz zu dem Video, zu dem Staubsauger von der letzten Woche oder von dem letzten Video, hat er halt einen 12-Volt-Anschluss, was ich wieder gut finde. Ne? Also man kann da ist natürlich ein Akku drin, aber man kann den also auch anstöpseln und kann dann sofort lossaugen, auch wenn man keinen Landstrom hat. Ja, das ist ein Nass- und Trockensauger, auch nicht schlecht. Hat ja auch, ne, man hat so eine Bürste und so weiter. Und was richtig gut ist, Moment, der hat halt hier so einen flexiblen Verlängerungsschlauch. Ne? Also hat einen Schlauch und dann nochmal einen Verlängerungsschlauch. Also wenn man ganz hinten in die Ecken will, dann kommt man mit dem Ding hier wohl auch gut klar. Hat 150 Watt, ist jetzt nicht so leistungsfähig wie ein 230 Volt Staubsauger, das ist klar. Aber ich glaube, der Ding macht schon richtig sauber. Und hat einen großen Auffangbehälter, weil da habt ihr ja, da haben ja einige von euch ein bisschen, ja, gesagt, das wäre mir zu klein. Ja, dann gibt es noch dieses Diagnosegerät. Denke ich auch immer wieder mal drüber nach, mir so ein Teil zuzulegen. Ne, der kommt also einfach an dem wie heißt das, UDBC-Stecker unterhalb des Armaturenbretts. Beim Fiat Ducato ist der ja neben dem Lenkrad, also unter dem Armaturenbrett links, ist da so ein Fach und darunter ist so eine Klappe aufschrauben. Dann kommt er sofort an diesen UDBC-Stecker und dann könnt ihr den einfach hier einstecken. Der versorgt sich dann auch selber mit Strom und dann könnt ihr, weiß ich nicht, auch eine Fehlermeldung oder so mal zurücksetzen. So was soll es ja geben. Funktioniert angeblich mit allen Kfz oder also, ne? Braucht diese ODB2-Schnittstelle, das heißt,
dieses modernere, ich weiß nicht ab welches Baujahr, aber ich denke, die letzten 3, 4, 5 Jahre haben alles die neuen Stecker. Wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben. Hat auch wahnsinnig viele Bewertungen, 2428 Sternebewertungen, auch mit weit über 80% positiv. Ja, wird anscheinend viel genutzt. Ja, wie gesagt, 20% günstiger, kostet 48 Euro und kann man sich überlegen. Ja, dann meine Gloria. Also ich habe ja, wenn ihr mein Video gesehen habt, wie ich mein Wohnmobil wasche, habt ihr ja diese Gloria von mir auch gesehen. Ich finde das Ding super. Ne, man füllt da halt Wasser rein und kann dann sein Auto hier so einsprühen. Gibt es in zwei Ausführungen mit kurzen und mit so einem langen Arm. Und ihr seht, wie der diesen Schaum verteilt. Wichtig ist ja, Schaum zu haben. Ne? Der Schaum, der frisst sich sozusagen in den Dreck rein, wie hier auch diese Autofelgen. Diese Sprühflaschen sind ganz nett, aber so ein Ding macht richtig Spaß. Ne? Ihr seht, ihr könnt auch die verschiedenen Düsen austauschen. Also so ein Ding schleppe ich natürlich nicht mit während der Fahrt, aber zu Hause habe ich auch mit so einem speziellen Eimer. Warum sage ich das? Das Ding ist im Moment 9 Euro günstiger, also fast 30%. Ja, also wollte ich euch unbedingt zeigen. Kann man natürlich auch zu Hause verwenden, also auch im Badezimmer oder so. Macht das Ding eine gute Figur. Ja, wie gesagt, mit kurzem, also mit dem kurzen Nüpsel hier, der kostet 24 Euro. Mit dem langen Nüpsel, den habe ich, seht ihr, ne, habe ich gekauft zuletzt im Februar 2020. Da hat man nur 5 Euro Rabatt. Ich finde den langen Schnüpsel hier besser, weil man dann bei den Felgen oder so, da kommt man schon so ein bisschen besser so in die Ecken rein. Aber muss man halt überlegen. Ja, und weil wir gerade bei dem Thema Sauberkeit sind, da ist mir halt dieses Sonax Autopflegeset aufgefallen. Ich selber bin von dem Felgenreiniger und von dem Shampoo recht begeistert. Ne, das Shampoo könnte man dann halt in diese Flasche füllen, also einen Teil davon mit Wasser auffüllen, kräftig pumpen und hat dann einen super schönen Schaum. Poliert habe ich mein Auto noch nicht, kann ich nichts zu sagen. Und wer schon so einen Schwamm und so ein Tuch hat, ja, weiß nicht, ob das Set dann gut ist für einen. Macht ja nur Sinn, wenn man auch alles braucht oder das meiste davon. Aber 8 Euro günstiger, dachte ich, stelle ich euch mal vor. Dazu passt natürlich dann auch diese Pflegetücher, die habe ich auch selber, die sind richtig klasse, ne? Format 40x40, im Moment auch super günstig mit 7,70 Euro, also mit 7,70 Euro Rabatt, also 40%, kosten 12,20 Euro. Ja, also die sind halt dunkel, was ich gut finde, die meisten Tücher sind ja so hellgelb, hellgrün und so weiter. Ja, ich mag also so, was Autopflege angeht oder allgemein, mag ich dunkle Tücher besser, lieber. Ja, ist aber Geschmackssache. Die sind wirklich extrem saugstark und auch lackschonend, weil es ist halt so ein weiches Mikrofaser. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ja, was ich auch immer wieder denke, ist so ein Luftkompressor. Der ist hier für 22 Euro nicht schlecht, also 25% Rabatt, finde ich im Moment, kann man sich echt überlegen. Klar kann man damit auch einen Autoreifen aufpumpen, wenn das auch sicherlich lange dauert, aber immerhin, mit der Luftpumpe ging es gar nicht. Man kann seinen Fahrradreifen aufpumpen und wo ich immer auch, also die letzte Zeit, werde ich jetzt noch nicht machen, aber vielleicht im Frühjahr immer wieder drüber nachdenke, ist um so ein Paddelboot, ne? Also so ein aufblasbares Paddelboot. Ich habe schon so den einen oder anderen See gesehen, wo ich dachte, auch hier könnte man mal schön mal einen Tag durch die Gegend paddeln. Und dann ist so ein Kompressor natürlich besser, als wenn ich da mit so einer Luftpumpe da agiere. Ne, man muss den halt, ja klar, also ne, man macht das in die Steckdose bei laufendem Motor, füllt man halt dann den Reifen auf. Die Digitalanzeige zeigt einem schön, wo es lang geht oder wann Schluss ist. Ja. Als nächstes denke ich auch immer drüber nach. Man kann ja irgendwie nie genug Zeug haben.
an so einer Dashcam. Ja, das ist halt diese Dash, also diese Dashcam ist gar nicht, also ist vom Prinzip her eigentlich eine gute Sache, finde ich. Was ich aber richtig gut finde, ist halt diese Parküberwachung. Das heißt, wenn einer an der Kamera vorbeigeht oder gerappelt wird an dem Fahrzeug, dann springt diese Kamera an. Vielleicht kann man da so den ein oder anderen Parksünder, wenn man da ein Problem hat, erwischen. Normalerweise liegen die ja immer so um 100 Euro plus minus 20, 30 Euro, ihr wisst schon. Aber hier jetzt mit 32 Euro, mein Gott, ne? Also man spart 36%. Hat auch sehr, sehr gute Bewertungen, wie ihr seht. 4,5 Sterne, über 80% oder fast 80%, über 80%. Da kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Ist eine 1080p-Kamera drin, also 1920x1080. Hat 170 Grad Weitwinkel, also guckt ja fast um die Ecke, ne? Also ist ja fast ein Halbkreis, also der guckt schon sehr, sehr weit. Ja, kann man nicht meckern. Ja, keine Ahnung, ich fand den Preis hier sensationell, 96 Euro die Drohne, hat auch eine 1080p-Kamera. Also wer immer schon mal so über eine Drohne nachgedacht hat, aber diese DJI-Preise nicht bezahlen möchte oder kann, ja, ist vielleicht so eine preiswerte Kamera vielleicht nicht so schlecht. Hat ja auch diese FPV-Live-Übertragung, das heißt im Handy sieht man halt, was die Drohne filmt. Man hat angeblich eine Flugzeit von 18 Minuten, wahrscheinlich werden es nur 15 Minuten sein. Der hat auch einen GPS-Fellow-Modus. Ja, man kann so einen Flugpfad angeben, also ne, man kann also ein paar Punkte anklicken und dann fliegt die Drohne selbstständig diese Punkte an. Der beste Kundenservice hat er natürlich, ist ja klar. Ja, ich wollte es euch nur zeigen. Wenn wir beim Thema Fotografieren sind, diese Mantona Hüfttasche ist im Moment sehr preiswert, also 34% Rabatt, kostet 36 Euro. Ich habe das größere Modell selber und ich habe auch den Fotorucksack von denen. Ich stehe auf die Marke total. Also die lässt sich gut tragen, die ist gut durchdacht. Da ist halt so ein helles Innenleben. Die meisten Taschen haben ja schwarzes Innenleben. Und dann such mal im Halbdunkeln ein schwarzes kleines Kläppchen oder so in einer schwarzen Tasche. Also das ist ja so ja, wie weißer Adler auf weißem Grund. Also ne, so, so eine Flagge braucht ja kein Mensch. Und deshalb verstehe ich viele Taschenhersteller nicht. Mantona hat von wenigen das Thema begriffen. Ja, und hier findet man auch im Halbdunkeln was. Wie gesagt, die lässt sich sehr bequem tragen. Die meisten von euch haben ja auch nur eine Kamera und ja, die kriegt man da prima rein. Die Akkus noch dazu, vielleicht noch eine Ersatzspeicherkarte. Damit seid ihr gut bedient. Die ist hier hinten so sehr, sehr schön gepolstert. Da schwitzt man auch nicht so schnell. Die hat, ja, es ist eine Regenschutzhülle dabei. Also seht ihr, was man alles in diese kleine Tasche reinkriegt. Das ist schon enorm. Und wie gesagt, die Marke ist einfach geil. Also glaubt mir, damit macht man keinen Fehler, wenn man so eine Bauchtasche mag. Manche mögen das ja nicht, die haben lieber so eine Henkeltasche. Zu groß darf so eine Bauchtasche, finde ich, auch nicht sein, weil ja, dann wird die einfach zu schwer. So eine Bauchtasche ist immer dann gut, wenn man ja, wenn die leicht ist oder leichtes Zeug drin ist. Ja, und wenn wir beim Thema Foto sind, könnte man sich über so einen Fotodrucker Gedanken machen, den man immer so mit sich rumführt. Der macht so kleine Fotos von 3x4,5 cm, ja, von seinem iPhone oder was auch immer Kamera, die man dabei hat. Ich habe das ganz gerne, so Fotos in meinem Wohnmobil. Ja, und für 78 Euro fand ich jetzt, also sprich über 20% günstiger, fand ich erwähnenswert.
Was ich in dem Zusammenhang auch schön fand, ist halt diese Lichterkette hier. Und zwar hat die, mal gucken, wo ich. Ja, genau, hier könnte das wahrscheinlich, warte mal, genau, so sieht das aus. Ist da so eine Lichterkette, die aber so Klammern hat. Ne? Und an diesen Klammern kann man halt dann seine Fotos aufhängen. Und wenn man dann, ist auch für zu Hause schön, nicht nur für das Wohnmobil, aber halt auch für das Wohnmobil, da hat man dann so ein schönes Ambiente-Licht und so wie man das ja heute so haben möchte. Und ja, hat seine Fotos aufgehangen, ist 7,5 Meter lang, sind 50 LEDs, also das ist schon ganz ordentlich und 40% günstiger. Also für 13,80 fand ich das ganz schön. So, dann habe ich ja noch ein paar Produkte, 4 Stück, also ich bin gleich zu Ende. Ja, was mich sehr, sehr geärgert hat, echt geärgert hat, ist diese Blink-Kamera, dieses Kameraset. Mit 2 Kameras, kostet zurzeit 129,99. Die ist also fast 85 Euro günstiger, also 40% fast. Also ich habe die noch für 200 Euro gekauft. Ich habe ja auch ein ausführliches Video darüber auf meinem Kanal. Könnt ihr mal schauen. Die Kamera ist nichts dran auszusetzen. Ich finde die absolut super. Die hat immer Verbindung gehabt. Ich habe die auch hier zu Hause eingesetzt, aber natürlich auch im Wohnmobil. Ich habe sie mir ja gekauft, um meinen Hund dann hin und wieder mal zu überwachen. Ist auch gleichzeitig wie eine Alarmanlage, weil ja, der hat halt eine Bewegung. Also man kann einen Bewegungsmelder einschalten und wenn da eine Bewegung stattfindet im Raum oder also ne, auch im Wohnmobil, dann würdet ihr gleich eine SMS kriegen und der filmt dann auch gleichzeitig. Also ist ein Überlegenswert für 130 Euro, würde ich sofort kaufen. Prinzipiell braucht man eigentlich nur eine, also für Wohnmobil eigentlich nur eine Kamera. Ne, da spart man immer noch 40 Euro. Aber ja, ne, muss man halt wissen, zu Hause, ein System für zu Hause, ne, mit 3 Kameras. Also es sind ja immer Kameras und ein Server dabei. So eine kleine Dose, so halb so groß wie eine Zigarettenpackung ungefähr. Und die muss man dann einmal mit seinem Router verbinden und ab dann kann man jederzeit ja, per App gucken, was in seinem Wohnmobil los ist oder man wird halt informiert. Ja, dann, ja, genau. Hier diese Nutor Gelschaum, dieser Gelschaumtopper habe ich auch selber. Ne, ich habe die 120er Version. Ich fand das ganz gut, weil das ist so ein 2-in-1-Ding. Das heißt, das wird hier gar nicht beschrieben. Doch, hier unten wird es beschrieben. Das ist halt so ein Geltopper mit so einem 2-Schichten-Design. Das heißt, man hat also so eine Gel-Viskose-Schaum, der hat dann die Härte H2 oder fester, dann H3, dann hat er diesen Komfortschaum. Also man kann ja, sich sozusagen entscheiden nach dem Kauf, wo man besser drauf schläft, rechts oder links, also ne, oben oder unten, wie auch immer, und kann er dann auch tauschen. Im Moment mit 20% Rabatt, ja, dachte ich, sage ich euch mal. Und wie gesagt, ich habe super Erfahrung damit. Also ich habe den auch schon seit 6 Monaten roundabout. Ja, nachdem ich nach Portugal wieder zurückkam, habe ich mir das Ding gleich gekauft. Habe ich euch eigentlich nie erzählt. Ne? Fällt mir gerade so ein. Dieses Matratzendesign, was in den Wohnmobilen drin ist. Also ich habe 2 Unterteilungen, 3 Matratzen. Ja, das ist total bescheuert. Also man liegt dann immer sozusagen in der Ritze. Ein zusammenhängende Matratze ist da schon besser. Ne? Also nehme ich den Topper. Natürlich, ich habe ja so ein schräges Bett. Das heißt, die 120er Breite, die ich habe, die hat am Kopfende, sagen wir mal so 5 cm Luft und am Fußende, weil das so schräg zugeht, 10 cm zu breit, aber das stört gar nicht. Das passt sich da so an, steht ein bisschen hoch, aber also mich stört das überhaupt gar nicht. Und mit so einem Spannbettbezug ist das alles super. Ja, dann hier, wer noch keine Rückfahrkamera hat, ist hier mit einem super Preis, 50% fast, gut
trifft da sicherlich eine gute Wahl, hat auch exzellente Bewertungen, also fast 90%, die von dem Ding hier begeistert sind. Das ist halt eine Funkrückfahrkamera, wohlgemerkt. Das heißt, ich muss nicht durch das ganze Wohnmobil ein Kabel legen. Die Wohnmobilhersteller sind ja alle gleich. Also schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Die sind ja alle gleich. Die legen ja kein Leerrohr von vorne nach hinten. Mein Gott, ehrlich, so ein Plastikröhrchen hat man in jedem Haus, in jedem moderneren Haus. Das kostet doch nichts. Und dann kann ich auch mal ein Kabel von rechts nach links legen oder beziehungsweise von vorne nach hinten. Der ein oder andere oder fast alle brauchen das ja. Also, ne, weil sie, weiß ich nicht, einen Wechselrichter verbauen oder was auch immer. Ich verstehe es nicht. Dann kostet das Auto halt nicht mehr 76.350, sondern 76.350,5. Mein Gott, das muss doch drin sein. Ne? Ich habe mir nämlich auch schon mal gedacht, dass so eine Kamera gar nicht schlecht wäre oder so ein System, was ich dann so hinbaue, dass ich den Abflussstutzen meines Abwassertanks beobachten kann. Ne? Also das ist nämlich gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe das mittlerweile raus. Ich fahre da sozusagen blind auf den Gulli und dann passt das auch in der Regel. Manchmal muss ich schon auch nochmal 10 cm zurücksetzen. Ich habe dann auch schon ein paar Mal, habe ich meine Action Cam genommen. Die ist ja in so einem magnetischen Fuß. Mache ich euch auch nochmal ein Video. Das klicke ich dann sozusagen da am Abwasserrohr und habe dann auf meinem iPhone das Bild Live-Übertragung und kann dann genau sehen, wo ich da hinfahre. Das funktioniert sehr gut, besonders an so frickeligen Gullis. Aber so eine fest installierte Geschichte könnte ich mir auch gut vorstellen. Man muss halt das Strom da irgendwie hinkriegen oder haben. Ja, so. Dachte ich mal so. Dann als letztes, ja, diese Smart WLAN-Dosen. Das sind eigentlich natürlich 230 Volt Steckdosen, keine Frage. Habe ich zu Hause im Einsatz und im Wohnmobil. Im Wohnmobil habe ich genau eine davon, weil ich schon mal ganz gerne, sagen wir mal, den Heizlüfter anhabe. Und dann liege ich im Bett und dann wird mir das aber zu warm. Der Temperaturregler funktioniert nicht gut, also funktioniert nicht so hundertprozentig. Manchmal ist man ja auch, hat man einen Tag, wo man schneller warm ist oder so gefühlt. Dann kann ich mit der Fernbedienung bzw. mit meinem iPhone, ohne meinen süßen Hintern aus dem Bett zu bewegen, den Heizlüfter über diese Dose halt ausstellen. Ja, und ich sehe halt, wie viel Strom da verbraucht wird. Ne? Der hat also, man kann also den Stromverbrauch, damit messen. Ich finde das Ding wirklich top. Ne? Also auch unterwegs kann ich natürlich meine anderen Steckdosen zu Hause damit bedienen. Das heißt, kann Licht anmachen, die Rollladen rauf und runter fahren, was auch immer ich da so angeschlossen habe. Im Moment auch 20% günstiger. Ja, wollte ich euch einfach mal. Ja, das war's von meiner Übersicht der Angebote, die ich im Moment für recht interessant finde, also für Wohnmobilnutzer. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang. Vielleicht ist ja die eine oder andere Idee dafür für euch dabei. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Wünsche euch wie immer einen super schönen Tag, einen schrottfreien Flug und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.